Heute habe ich euch mitgebracht einen Riesling Litter vom Weingut Törle aus Rheinhessen. Litterwein, da rümpfen manche die Nase, aber wenn man ein bisschen in die Weinbautradition dieser Regionen schaut, ist Litter eine ganz alltägliche Sache. Weil Wein bei Tisch und Wein für jeden Tag ist eine Tradition nicht nur in Deutschland, sondern Italien und Frankreich. Wein ist kein Prestigeobjekt in erster Linie, sondern ein tägliches Genussmittel. Behutsam eingesetzt, aber es soll nicht im Vordergrund stehen, es soll keine Angeberei sein, sondern es soll das tägliche Miteinander am Tisch genussvoll begleiten. Und genau das tut dieser Riesling. Riesling ist immer eine sehr schöne, saftige Angelegenheit, gepaart mit einer schönen Säure, die immer für eine gewisse animierend wirkt am Gaumen, ja, die Speisen immer sehr schön harmonieren, die appetitanregend sind, ja. Und eigentlich zu jeder Tageszeit passen. Also es ist auch in seiner Leichtigkeit ein Wein, der sehr gut zum Mittagstisch passt. Und ich persönlich mache mir sehr gerne eine Schorle daraus. Einfach halbes Glas Wein, aufgefüllt mit ein bisschen Kohlensäure, Mineralwasser, wunderbar, auch am späten Nachmittag schon.